Heute gucken wir uns den schönsten Spielstand an, der im Projekt Handwerkskunst eingereicht wurde. Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbankdachsen und heute ist der Spielstand von Trissi dran. Trissis Spielstand heißt schon ein HWK Trissi schön und ich denke, das beschreibt ganz gut, was jetzt hier auf uns zukommt. Und zwar, Trissi ist der Einzige, der ein Schönbauprojekt eingereicht hat. Und ich finde das auch sehr, sehr gelungen. Wir haben es uns im Stream zusammen angeguckt und es waren auch alle der Meinung, dass das einfach sehr, sehr schön gebaut ist. Wir fangen einfach mal auf einer der kleineren Inseln an. Und zwar, was Trissi grundsätzlich gemacht hat, ist, dass er seine Produktion und seine Bewohner zusammengebaut hat. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel so eine kleine Bauernsiedlung. Zwischendrin sind immer mal so gepflasterte Straßen. Und außen dran sind halt so Produktionsgebäude, wie zum Beispiel eine Rinderfarm, eine Weberei oder auch mal eine Jagdhütte, die halt von Bauern betrieben werden. Hier außen haben wir dann zum Beispiel Felder und da wohnen dann direkt die Bauern dran, die sozusagen den Hof betreiben. Das gleiche hier zum Beispiel auch mit den Schweinefarmen. Und achtet mal drauf, viele der Bäume hat Trissi manuell gesetzt, denn er hat mir erzählt, er hat Bäume abgerissen, und um halt zu bauen, und wollte dann welche nachbauen, aber wenn man die mit Jagdhütten oder mit den Holzfällerhütten macht, sieht das einfach nicht so schön aus. Deshalb, viele dieser Bäume sind manuell gesetzt. Und hier haben wir zum Beispiel eine Insel, die wirklich komplett nur mit Bauern besiedelt ist. Hier haben wir sogar eine Kirche drin, also die brauchen die Bauern ja zum Beispiel gar nicht, aber einfach aus designtechnischen Gründen. Wir können auch mal ganz kurz in die Action hier reingehen und es sieht einfach, es sieht nicht so zugestellt aus, sage ich mal, und alles sehr, so ein bisschen natürlicher entstanden. Nicht so wie bei mir ganz gerne einfach ganz, ganz viele Gebäude aneinander geklatscht. Deshalb sehr, sehr schön gebaut. Dann gibt es natürlich auch noch Städte mit, ja, ich sag mal, höheren Einwohnerklassen. Hier natürlich wieder so eine schöne Bauernsiedlung, die jetzt hier zum Beispiel auch schon ein bisschen mehr gepflastert ist. Das ist sehr, sehr schön detailreich. Und guckt euch bitte mal diesen Hafen an. Vor allem dieses Hafenbecken fällt mir wirklich mega cool. Hier die beiden Quarzgruben und hier hinten so ein bisschen dieser Balladeplatz. Gerade wirklich dieses Hafenbecken sieht einfach mega aus. Und dass hier auch die beiden Schiffe liegen vor den Reparaturkränen, hat irgendwie einfach was. Ja, und hier wieder dieses Thema mit den Bauern an den Farmen, das zieht sich so durch. Und hier, finde ich ganz cool, sind die Mühlen so ein bisschen außerhalb. Das finde ich irgendwie ein cooles kleines Detail. Und das Ganze gibt es natürlich noch, bevor wir zu den Handwerkern kommen, mit den Arbeitern. Und Trissi hat bei den Arbeitern die, ja, auch wieder die Industrie mit reingestellt, beziehungsweise die Arbeiter in der Nähe von Produktionsgebäuden oder Minen gebaut. Hier jetzt ist gerade nur die eine Mine hier, aber auf einer anderen Insel sehen wir das gleich noch. Und das hat zur Folge, dass gerade durch diese Eisenschmelzen hier oder Hochöfen so ein bisschen dieser Nebel, dieser schwarze Rauch über der Stadt liegt. Und das, finde ich, passt einfach sehr, sehr schön zu den Arbeitern. Und hier hat er, das finde ich ganz cool, immer so Feldwege reingezogen, hinter der Köhlerei zum Beispiel. Irgendwie ein cooles kleines Extra, hier das Ganze auch. Und die Straßen sind auch nicht so unfassbar gerade, sondern sehen so ein bisschen mehr natürlich entstanden aus. Das gefällt mir ganz gut. Und bei den Handwerkern ist das Ganze dann schon mal so ein bisschen, ja, schöner gebaut. Wir haben hier sogar ein Museum, das in meinen Augen ja sehr schön real aussieht, sage ich mal. Und nicht so einfach so alle Module aneinander geklatscht auf Krampf, sondern es sieht wirklich, ja, es sieht wirklich wirklich schön aus, auch dass hier verschiedene Sachen drin sind. Und hier ist zum Beispiel auch ein kleiner Park. An dem Rathaus ist auch ein kleiner Park, so, wo man sich so ein bisschen aufhalten kann. Ich meine, wenn wir jetzt mal reingucken, ja, dann landen wir hier mitten in dem Park drin. Das ist schon cool gemacht, muss man sagen. Warum auch immer hier die Leute schon mit Hochrädern rumfahren, weiß ich nicht so genau. Aber es sieht einfach sehr, sehr schön aus. Natürlich alles mit Steinstraßen bei den Handwerkern. Und die Handwerker, was ich auch extrem cool finde, sind komplett voll versorgt. Das heißt, wir haben nicht das Problem,
oder was heißt das Problem? Es ist nicht so, dass trotz Schönbau auf die Versorgung verzichtet wurde. Das finde ich ganz cool, dass das gemacht wurde. Hier oben zum Beispiel noch eine kleine Bauernsiedlung, wieder mit den Fischerhütten. Das gleiche hier, nur mit einem Zoo. Hier fehlen jetzt gerade Waren, aber ist ja egal. Und zum Beispiel hier ist vom Besucherhafen auch so eine kleine Allee in die Stadt gezogen worden. Ja, ich muss sagen, das gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Natürlich wieder ein paar kleinere Bauernsiedlungen, die hier über diese dynamisch aussehenden Wege verbunden sind. Was mir einfach gut gefällt. Hier seht ihr es mit den Minen nochmal drin, direkt an der Bauernsiedlung. Mit der Werft dran, die so von Lagerhäusern umgeben ist, was einfach irgendwie stimmig ist. Und ja, das passt einfach und das zieht sich so ein bisschen durch hier. Hier haben wir zum Beispiel die Fischerhütten, die so ein bisschen geschützt sind. Das finde ich ganz cool. Die Minen sind hier so ein bisschen außerhalb. Das ist in Ordnung. Und hier sieht man so schön, dass irgendwie die Arbeiterhäuser sind mit Steinstraßen umgeben und hier bei den Bauern läuft das noch so ein bisschen rein und danach werden es Feldwege. Und ich finde, das passt einfach super gut. Auch so, dass zum Beispiel Bäcker mitten in der Stadt ist, ist einfach schön. Das passt. Auch hier diese Feldwege in den Feldern sehen einfach cool aus. Ja, hier wieder ganz normal so eine kleine Bauernsiedlung mit hier mal Schnaps so dran. Und das passt alles irgendwie. Und hier finde ich so diese Hafenmeisterei. Ich weiß nicht, die hat eigentlich keine besondere Funktion, aber irgendwie sieht's cool aus. Trissi hat jetzt das neueste DLC noch nicht. Darüber hätte er jetzt natürlich noch sich einen Leuchtturm holen können. Aber ich finde es super gelöst hier mit der Hafenmeisterei. Es hat irgendwie einfach was. Und dann haben wir hier nochmal eine größere Insel. Ne, hier diese Bäume sind alle einzeln gesetzt. Also wirklich heftig. Hier ist sozusagen mal eine so ein bisschen kleinere Handwerkersiedlung, deshalb auch ohne Zoo, aber finde ich stimmig. Hier ist die, die Bauernsiedlung wieder von Feldern umgeben und es sieht einfach cool aus. So. Das, ja, es ist einfach irgendwie stimmig. Hier, die sind näher dran an der Hauptstadt sozusagen, die haben komplett Steinstraßen, die hier nicht. Und es wirkt alles sehr, sehr schön. Und hier ist nochmal eine kleine Bauerninsel mit der Produktion in der Mitte. Auch vollkommen in Ordnung. Ich meinte schon, das Einzige, was noch fehlt, ist so ein kleines Fußballfeld hier. Auf dem dann immer irgendwelche Bolzplatzspiele zwischen den beiden Dörfern ausgetragen wurden. Aber ich denke, das war im 19. Jahrhundert noch nicht so der Fall. In der alten Welt, die ist jetzt, der neuen Welt, sorry, die ist eher so auf Versorgung ausgelegt. Und das finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil die neue Welt auch eher dazu ausgelegt war, damals schon. Also es passt irgendwie ins Setting. Die alte Welt zu versorgen. Und das ist von daher vollkommen in Ordnung, auch dass sie jetzt hier nicht schön gebaut ist. Und ich meine, sie sieht auch nicht schlecht aus. Es ist schön symmetrisch alles. Und von daher sieht das gut aus. Wir im Stream waren uns einig, dass wir hier für die Zeit und für die Möglichkeiten auch mit den begrenzten Ornamenten, sage ich mal, die man hat, dass das für uns eine 10 von 10 ist, was man so in diesem Projekt hätte auf die Beine stellen können. Schönbautechnisch natürlich, es sind nicht alle Inseln bebaut, aber das finde ich auch überhaupt nicht tragisch, denn darum ging es hier gar nicht. Deshalb bleibt nur zu sagen, Trissi, wirklich mega cooler Spielstand, danke für deine Einreichung. Und ich finde, er hat verdient gewonnen. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß mit deinem Season Pass. Und dann sage ich nur noch, danke, dass ihr da wart. Lasst mal ein bisschen Liebe für Trissi in den Kommentaren da. Und wir sehen uns Sonntag mit dem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.